Edgar Preb und Tor. Tor für Fürth. 15. Spielminute. Der Zweitliga-Club geht in Führung. Ausgerechnet er, Edgar Preb, Sie erinnern sich. Der Pechvogel, der vor 10 Tagen frei vor dem leeren Tor den Ball noch an den Pfosten geschoben hatte. Lachnummer im Fußball, eine Woche lang. Heute nimmt er zur Sicherheit den Kopf. Den Eckball verlängert von Christopher Nöte und dann ist Preb zur Stelle. Der Mittelfeldspieler. 1:0 für die Spielvereinigung Greuther Fürth.